Was zahlen Versicherungen an meine Brille oder meine Kontaktlinse? Hallo und herzlich willkommen, da ist der Christian von easyinsure.ch. Schön bist du auch heute wieder mit dabei. Heute geht es um ein Thema, das mich persönlich sehr stark betrifft, denn es geht um das Thema Brille, Brillengläser, respektive Kontaktlinsen und welche Versicherungen eigentlich was bezahlen. Ich habe heute 4 Versicherungen, die ich mit dir durchnehmen möchte. Einerseits die Krankenkasse Grundversicherung, Krankenkasse Zusatzversicherung, Invalidenversicherung und noch die Unfallversicherung, was dann die zahlen. Fangen wir doch grundsätzlich mal an bei der Krankenkasse Grundversicherung. Hier ist es effektiv so, dass 180 Franken aktuell bezahlt werden, aber das ist nur für Kinder bis 18 Jahre. Bei den Erwachsenen wird nichts bezahlt. Es gibt dort ein paar Ausnahmen, aber auf die gehe ich jetzt eigentlich nicht weiter ein. Dann die Krankenkasse Zusatzversicherung. Das ist effektiv dann wieder ein bisschen abhängig von deiner Deckung aus bei deiner Zusatzversicherung. Da musst du selber mal schnell Produkt und Police nachschauen, wie viel das dann bezahlt wird. Das kann ein Betrag sein pro Jahr, alle 3 Jahre, kann zwischen 50 bis 300 Franken sein, je nachdem, kann ich nicht pauschal beantworten. Zählt aber für Kinder wie aber auch für Erwachsene. Zusatz: Es gibt durchaus Krankenkassen, die sogenannte Augenlaseroperationen zahlen oder zumindest einen Teil daran sich beteiligen, was durchaus auch noch lukrativ sein kann. Dann die dritte Versicherung, das wäre die Unfallversicherung. Die Unfallversicherung zahlt wirklich eigentlich die Sehhilfe, wenn das bei einem Unfall zum Beispiel kaputt gehen würde. Sagen wir, ich stürze bei einem Unfall und die Brille geht kaputt, dann wird diese durch die Unfallversicherung entsprechend ersetzt, wenn ich die wieder brauche, sonst sehe ich ja nichts. Relativ einfach, aber immer mit einem Ereignis verknüpft. Und dann hätten wir last but not least die IV. IV effektiv zahlt auch einen Beitrag an Brillengläser oder Kontaktlinsen, sofern diese für die Wiedereingliederung, sprich wenn du wieder arbeiten gehen musst, vonnöten sein müssten. Also wenn ich als Beispiel nicht mehr arbeiten könnte, wieder eingliedert werden muss, für irgendeinen Job eine Brille brauchen, tun Sie sich auch daran unter Umständen beteiligen. So, nun hoffe ich, weißt du, wo du Geld bekommst für deine Brillen und Kontaktlinsen. Wenn du hierzu noch Fragen hast, nimm mit uns Kontakt auf. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann bitte teilen, liken, Feedback. Ich würde mich sehr freuen. Wenn du es noch nicht bist, sei easyinsure.ch. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Dein Versicherungsguide Christian. Ciao.